Hey, ist hier das Pokerturnier? Was? Ach so, nee, nee, sorry, ich kann nur so schlecht bluffen. Full House im Berliner Hyatt. Mit der Drohung Knete oder Machete stürmten Kriminelle ein Pokerturnier, erbeuteten Hunderttausende Euro und übergaben sie gleich wieder einem Sicherheitsbeamten. Man weiß ja nie. Tja, hätten die Veranstalter mal lieber gleich das Hotel gebucht, das Guido Westerwelle empfohlen hat, für das sein Lebensgefährte doch auch die Eröffnungsveranstaltung organisiert hat. Die Welt ist echt ein Dorf. Vor allem für FDP-Spender, die Westerwelle auf Auslandsreisen begleiten dürfen. Jetzt gerade zum Beispiel nach Südamerika. Ich glaube, gemeinsame Fortbildung in Sachen Bananenrepublik. Naja, aber solange Guido sich nicht eine Glatze schert und die vermarktet wie Philipp Levine, soll's mir egal sein. Wobei, bei Philipp ist es ja auch eher ein Kunstwerk, das seine Frau Catcraft immer wieder neu erschafft. Denn sie liebt seine perfekt gerundete Knopfhaut. Ja, da muss man doch auch als Haarträger ganz spontan applaudieren. Bravo! So wie die Jungs hier in dem japanischen Spot für Haarpflegeprodukte. Zu sehen bei What the Fuck Japan Seriously. Nur ob dieser schlimme Spliss wirklich eine gute Werbung für die ist? Die Deutschen werden übrigens immer unzufriedener mit der Regierung. Die Mehrheit wünscht sich sogar schon die Große Koalition zurück. Stillstand statt Rückschritt heißt die Devise. Viele meinen, Deutschland kann sich einen Guido Westerwelle nicht länger leisten. Oder nur ganz wenige können sich ihn leisten. Auf seine Empfehlungen jedenfalls hört kaum noch jemand. Dann schon eher auf die Empfehlungen von The Filter, eine Website, die den Musik- und Filmgeschmack des Benutzers analysiert und ihm Vorschläge macht, welche Songs, Musiker, Filme und Schauspieler ihm noch gefallen könnten. Sehr praktisch das optionale iTunes-Plugin, mit dem The Filter automatisch mitbekommt, was der User gerne hört und sieht. Was durch das South by Southwest Festival nicht unbedingt leichter geworden ist, denn da gibt es gerade mal wieder tonnenweise und legal kostenlose Musik. Am schnellsten herunterzuladen über die inoffizielle Torrent-Seite zum Festival. Ja, ich weiß, legal runterladen ist etwas uncool. Aber ihr müsst es ja keinem verraten. Oder ihr macht es mit einer besonders coolen Lichtorgel wieder wett. So wie der Reanimator, der seinen Truck passend zur Musik per animierter Projektion in knalligen Mustern und Farben erstrahlen lässt. Sein kleiner Test macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und vielleicht gibt's das ja auch bald als Blinker. Bis dahin müssen wir uns mit der Animation unseres Bildschirmhintergrundes begnügen. Mit dem tollen Online-Tool Flame von Peter Blaskovich. Und was für großartige und ganz unterschiedliche Bilder man damit machen kann, seht ihr in der Flame-Galerie. Oder in den Kommentaren, falls sich jemand traut. Na los! Her damit! Okay, zum Abschluss noch schnell meine Einschätzung zur Oscar-Verleihung. Großartige Wahl. Die Gewinner waren einfach perfekt in ihren Rollen. Wie viel man schon beim Casting falsch hätte machen können, sieht man sehr schön in dieser Animation. Die zeigt, wie Filmklassiker aussähen, wenn die Hauptrollen von den ursprünglich tatsächlich mal angedachten Schauspielern, Personen, übernommen worden wären. Eine absolute Traumbesetzung ist dagegen der Hamster in Edward the Hamster. Ein filmisches Meisterwerk in der Tradition von Wim Wenders, in dem der Hamster sich weigert, einfach nur zu funktionieren und stattdessen seine ganz persönlichen Gedanken über das Leben preisgibt. Das war Ehrensenf, ich bin Christine, tschüss. Hier, oder was man auch bei einem Ehrensenf-Casting alles falsch machen kann, haben wir ja letzte Woche wieder gesehen.